Kein Lebewesen kann ihn sich aussuchen, den ganz individuellen Bauplan, nach dem es gestrickt ist. Jede Spezies hat die ihr eigene Erbinformation unverwechselbar in jeder Zelle festgeschrieben. Aber nicht jede Zelle braucht und benutzt sämtliche Erbinformationen. Es hängt vom Einsatzort im Organismus ab, welche Informationen für eine Zelle wichtig sind und welche nicht. Wenn man ein Buch hat, hat das viele hunderte Seiten. Das ist sozusagen der Bauplan für alle möglichen Zellen, die der Körper hat. Aber eine Muskelzelle oder eine Leberzelle benötigen nur einen Teil der Informationen, so wie ich in einem Buch eben auch Lesezeichen habe, dass ich nur einzelne Informationen abrufe. So hat eben eine Leberzelle nur einen Teil der Informationen und Muskelzelle einen anderen Teil der Information. Professor Manfred Jung und sein Team erforschen epigenetische Leseproteine. Sie wollen Proteine verstehen, die chemische Lesezeichen auf dem DNA-Strang auswerten und den Zellen sagen, wohin sie sich entwickeln sollen. Für eine Leberzelle braucht es halt den Abschnitt vom Genom und für eine Muskelzelle einen anderen. Bestimmte Abschnitte brauchen alle Zellen, zum Beispiel für den normalen Stoffwechsel, für den Energiehaushalt. Und so sitzen eben entlang des Genoms verschiedene Start- und Stoppzeichen, die je nachdem quasi die Ausprägung von der Zelle bestimmen. Die epigenetische Forschung setzt ein, wenn beim Ablesen der Erbinformationen etwas schief geht. Etwa wenn falsche Markierungen an der DNA ein Protein zur Krebszellenbekämpfung stilllegen. Hier werden Hemmstoffe gesucht, die nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip an Leseproteine andocken und zum Beispiel stillgelegte Gene wieder aktiv machen. Tatsächlich können wir die Raumstruktur des Schlosses analysieren und im Computer werden dann Millionen von Verbindungen auf ihre Passgenauigkeit untersucht und dann macht dann quasi das Programm einen Vorschlag für wenige hundert Substanzen, die wir dann mit Methoden der Biochemie testen. Eines der Leseproteine an der DNA nennt sich Spindlin 1. Es kann das Wachstum von Krebszellen beim sogenannten Liposarkom in Gang bringen. Hier haben die Forscher und Professor Jung einen Stoff gefunden, der Spindlin 1 hemmen kann. Wir haben eine erste Substanz identifiziert. Die ist hochwirksam an Spindlin 1, aber sie bindet auch noch andere epigenetische Proteine. Und da sind wir jetzt dabei, das zu verbessern. Das ist also überwiegend im Bereich der Grundlagenforschung angesiedelt, aber mittelfristig können solche Hemmstoffe auch Kandidaten für eine Arzneimittelentwicklung sein. Arzneimittel etwa im Kampf gegen die Malaria. In den Endemiegebieten wechseln Malariaerreger zwischen Stechmücken und Menschen hin und her und vorhandene Arzneistoffe sind nicht immer wirksam. Dabei infizieren aber nicht nur Mücken Menschen. Immer wenn eine Mücke Blut von jemandem bereits Infizierten saugt, kommen Malariaerreger vom Menschen in die Mücke. Diesen Kreislauf wollen Epigenetiker unterbrechen. Der Erreger der Malariaerkrankung ist ein Parasit, der auch eine eigene Epigenetik hat und wir versuchen, epigenetische Hemmstoffe zu finden, die nur die Epigenetik des Parasiten und nicht aber des Menschen treffen. Afrika leidet ganz besonders unter Malaria. In Kenia können Stechmücken die Malaria von einem einzigen erkrankten Menschen an bis zu 1900 Gesunde übertragen. Gelänge es, den Malariaerreger epigenetisch stillzulegen, wären Mückenstiche harmlos. Bis die neuen Strategien zur Bekämpfung von Krebs und Malaria gefunden sind, geht die interdisziplinäre Forschung im Sonderforschungsbereich für medizinische Epigenetik an der Universität Freiburg weiter. Wir haben also Biologen, Molekularbiologen, Signaltransduktionsforscher, die epigenetische Signalwege aufklären. Wir haben auf der anderen Seite Kliniker, die Patientenmaterial untersuchen und zum Teil auch schon epigenetische Wirkstoffe an Patienten testen, ob hier zum Beispiel Krebsarten besser therapiert werden können. Und dann haben wir eben auch Wirkstoffforscher, so wie mich und Kollegen aus der Biochemie und der organischen Synthese. Und hier arbeiten wir an diesen sogenannten Leseproteinen, die also schauen, ob eine epigenetische Modifikation auf den Chromosomen drauf sitzt. Diese Proteine untersuchen wir.